Für diese Trainingseinheit benötigen wir ein Sideboard, einen Tisch, irgendetwas, was eine gewisse Erhöhung hat und was einigermaßen stabil ist. Und wir brauchen zwei 0,5 Liter Wasserflaschen. Die folgenden vier Übungen führst du bitte gleich, möglichst ohne Pause, direkt hintereinander durch. Das gilt dann als ein Durchgang. Und jetzt die entsprechenden vier Übungen. Erste Übung, Liegestütz am Tisch bzw. am Sideboard. Dafür stellst du dich bitte einmal vor den Tisch. Die Beine werden nach hinten genommen, die Arme breiter, die Hände breiter als schulterbreit auf dem Tisch abstützen. Jetzt darauf achten, die Schultern nach hinten zu nehmen, hinten unten, das heißt Brust rausschieben, Bauch feste anspannen, nach innen reinziehen, den Bauch, Po feste anspannen und in dieser Position jetzt langsam mit dem Brustkorb zwischen die Arme runtersinken. Dabei knicken die Ellenbogen nach außen. Ich drücke mich wieder hoch. Von der Atmung durch die Nase einatmen beim Runterkommen, durch den Mund ausatmen beim Hochkommen. Wenn du erstmal nicht so tief runterkommst, dann halbe Bewegungen machen. Das heißt, erstmal bis hier, wieder zurück. Erste Übung also, Liegestütz am Tisch. Zweite Übung, gehen wir wieder in die gleiche Position und machen jetzt ein wechselseitiges Armheben am Tisch für die ganze Bauchmuskulatur. Das heißt, jetzt wieder in diese Position reingehen. Jetzt allerdings die Beine, die wir gerade geschlossen hatten, auseinandernehmen, weit auseinander, Schulter hinten lassen, Bauch so fest anspannen, wie es geht und abwechselnd die andere Hand berühren. Dabei darauf achten, dass hier in dem Rückenbereich keine Schmerzen auftauchen und dass du da ganz stabil bist. Hier bewegt sich nach Möglichkeit gar nichts. Da muss der Bauch wirklich so fest angespannt werden, wie es überhaupt nur geht. Zweite Übung also, das wechselseitige Armheben oder die Hand berühren am Tisch bzw. am Sideboard. Dritte Übung, vorgebeugtes Seitheben mit diesen beiden Wasserflaschen. Dafür stellst du dich bitte einmal, ich mache seitlich vor, dass du es besser siehst, ganz normal etwas breiter als schulterbreit hinstellen. Jetzt einmal die Arme oder die Hände hier abstützen auf den Knien. Das hier vermeiden und wirklich darauf achten, den Po hinten rauszustrecken, Schultern bleiben unten, dass mein Rücken schön gerade ist, Bauch ist wieder mit angespannt. Jetzt, wenn du die Position gefunden hast, Arme nach unten strecken, Handflächen oder Handaußenseite zeigt auch nach außen. Und in dieser Position Flasche nach oben führen. Die Nase ausatmen, Nase ein, hier oben schön eine T-Position bilden und die Schulterblätter wirklich hier richtig schön zusammenziehen. Dritte Übung also, vorgebeugter Ruderzug mit zwei Wasserflaschen. Vierte Übung, Boxerlauf, auch mit diesen beiden Wasserflaschen. Hinstellend, Oberkörper wird wieder aufgerichtet, ich mache es erst von der Seite vor, Oberkörper aufrichten, Bauch ist angespannt, auf der Stelle laufen und die Flaschen mit den Flaschen nach vorne boxen. Dabei darauf achten, dass die Arme und die Beine auch wechselseitig sich bewegen. Spannung im Bauch halten und laufen. Von vorne sieht das dann so aus. Und natürlich so schnell wie du kannst das Tempo nach und nach steigern. Diese vier Übungen führst du jetzt also bitte direkt hintereinander durch. Das gilt als ein Durchgang. Ich mache das jetzt einmal noch im Schnelldurchlauf vor, damit du siehst, wie das Ganze auszusehen hat. Also, erste Übung. Liegestütz am Tisch. Zweite Übung. Wechselseitiges Armheben oder Handberühren am Tisch bzw. am Sideboard. Beine auseinander. Bauch anspannen, so feste wie es geht. Dritte Übung. Vorgebeugter Ruderzug mit den beiden Wasserflaschen. Abstützen, Rücken gerade. Und vierte Übung, Boxerlauf mit den Flaschen. Jawohl, auf geht's, du kannst mit dem Training starten.